Wagemutigen, die keine Herausforderung scheuen. Wir veranstalten ein Turnier, um die Gunst der Königin des letztjährigen Mummenschanzes zu gewinnen. Der Gewinner hat die Ehre, die schöne Liliana während des Mummenschanzes zu unterhalten, der morgen wie üblich nach dem Vespergottesdienst beginnt. Jeder kann sein Glück versuchen. Die Teilnahme kostet nur einen Silberengel. Greift in eure Taschen! Das gesammelte Geld wird für den Bau eines neuen Denkmals für den siegreichen Christus verwendet, das majestätisch genug ist, um die Pfutscharbeit von Schwibus in den Schatten zu stellen. Sieh an, der Inquisitor persönlich beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Ich freue mich, euch zu sehen, Meister. Ich bin Guido von Herzen, Bürgermeister der Stadt. Sehr erfreut, Bürgermeister. Wie ist euer Name, Meister? Mortimer Madadin. Mortimer. Das werde ich mir merken. Gesandte des Heiligen Offiziums besuchen uns nicht oft. Ich hoffe, Hauptmann Bertram hat euch gebührend empfangen. Er ist Soldat durch und durch. Er scheint zuweilen unverblümt und rüpelhaft, doch habe ich noch keinen besseren Soldaten getroffen. Sein Verhalten war angemessen für einen Kommandanten. Er machte euch keine Schande. Ausgezeichnet. Ich werde gerne später mit euch sprechen, aber jetzt muss ich mich um eine bestimmte Angelegenheit kümmern und natürlich um das Turnier. Ich möchte euch nur für eure Hilfe bei der Suche nach dem Vampir danken. Wenn ihr mir wirklich danken wollt, dann nehmt an dem Turnier teil. Ihr würdet Geschäft und Vergnügen vermischen. Ich sollte meine Zeit nicht mit unnützen Späßen vergeuden. Obwohl, da es um ein Monument für den siegreichen Christus geht. Setzt meinen Namen auf die Liste. Ich bin so glücklich. Die anderen Teilnehmer sahen unerträglich langweilig aus. Aber ihr seid etwas anderes. Das ist mir sofort aufgefallen. Ja. Ich bin wahrlich nicht gewöhnlich. Ihr seid der König des Mummenschanzes. Also ist es wichtig, dass ihr auch die richtige Kleidung tragt. Nicht weit von hier gibt es einen Händler, bei dem ihr ein Kostüm kaufen könnt. Kauft euch eins. Auch wenn es nur eine Maske ist. Ich kümmere mich um meine Besorgungen. Wir sehen uns später. Endlich ein Gegner. Ich war schon dabei, Wurzeln zu schlagen. Gut. Eure Deckung. Merde. Nochmal. Excellent. Merde. Sacre bleu. Pardon. Oh, putain! Pardon. Sacre bleu! Sacre bleu! Gut! Nochmal. Non, 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 non. Encore. Pathetik. Wiederholt das.
Genug. Zeit für einen echten Kampf. Ich treffe selten auf bessere. Ihr habt mir eine wertvolle Lektion erteilt. Ich danke euch. Ihr müsst den Pfahl anheben, ihn senkrecht zum Ende der weißen Linie bringen und ihn dann in das Loch dort stecken. Wenn ihr den Pfahl auf dem Weg fallen lasst, müsst ihr wieder von vorn anfangen. Seid nicht beunruhigt, Meister. Versucht es noch einmal. Verdammt noch mal. Ihr scheint keine Kraft mehr zu haben. Ihr habt heute nicht gefrühstückt, oder? Na, endlich. Hey, Kinder. Habt ihr Gerede über einen Vampir gehört? Ein Vampir? Was ist denn das? Ein Ungeheuer. Oma sagt, es hat lange Reißzähne und kann fliegen. Und es trinkt gern Blut. Blut? Wieso Blut? Um lange zu leben. Oh, also ist mein Opa vielleicht ein Vampir? Er muss hunderte von Jahren alt sein. Wieso lacht ihr? Die Stadtkasse muss wohl leer sein, wenn ihr das Geld persönlich auftreiben müsst. Nein, Meister Madadin, so schlimm ist es auch nicht. Das Feiertagsturnier und die Spendenaktion sind einfach alte Bräuche. Leider verarmen die Bürger Königsteins immer weiter.
Es gibt immer weniger Wagemutige, die mitfeiern wollen. Und in diesem Jahr ist unser Ziel wirklich hochgesteckt. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob die Mittel ausreichen, die wir aufbringen können, um es zu erreichen. Sicherlich wird der Kardinal eure Finanzen aufbessern. Schließlich geht es hier um den Bau eines Denkmals für den siegreichen Christus. Ach, ich wünschte, ich könnte das glauben. Leider setzt seine Eminenz Großzügigkeit mit Verschwendung gleich. Ich danke dir, Jesus, dass ich die Wahrheit stets ohne Kompromisse finde. Bewahre mich vor der Sünde der Barmherzigkeit. Es gibt eine Nadel, die irgendwo im Heu versteckt ist. Ihr müsst sie finden. Ich frage mich, in welchem Heuhaufen? Ihr könnt die Werkzeuge benutzen, die ihr auf dem Tisch seht. Diese Aufgabe ist völliger Blödsinn. Was soll ich wählen? Alexander der Große hat sich nicht die Mühe gemacht, den gordischen Knoten zu entwirren. Er hat ihn einfach durchgeschnitten. Soll ich das Heu mit meinem Schwert zerhacken? Seid ihr irre? Es ist nur ein Heuhaufen, nicht euer bester Freund. Die Sonne scheint. Nehmt die... Und was willst du hier, hm? Weg mit dir. Mach schon. Der Frechdachs meinte wahrscheinlich die Lupe. Sie hatte recht. Es wäre am einfachsten, das verdammte Heu zu verbrennen. Da ist sie.
ist der Mummelschanz, der mich beraubt hat. Kauft eure Kostüme! Nur hier findet ihr Masken und Kostüme von... Ein Dieb! Er ist da, nur ich! Er hat meine Geldbörse! Der Schuft muss in Parfum gebadet haben, damit ich den Geruch verliere. Ist er den Gestank losgeworden? Hab dich! Du bist es. Du hast mir geholfen, die Nadel zu finden. Lasst mich los! Das tut weh! Zeig mir erst deine Hand. Was hast du aus dem Wagen genommen? Es ist nur ein Apfel. Wie heißt du eigentlich? Und wo sind deine Eltern? Ich heiße Amelia. Und meine Eltern und Geschwister sind tot. Sie starben alle vor 2 Jahren an der Pockenplage. Und... wer kümmert sich jetzt um dich? Niemand. Ich brauche niemanden. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Indem du stiehlst? Ich war hungrig. Du wirst dir nicht mit irgendwas den Bauch vollschlagen. Was wollt ihr mit mir machen? Mich den Wächtern ausliefern? Diebstahl muss bestraft werden. Aber Christus sagte, nehmet und esset, ihr, die ihr Hunger kanntet. Deshalb habe ich dieses Land erobert. Also geh und iss dich satt.